gibt es nicht viele Punkte jetzt. Ich glaube, die Geduldschikane scheint mir auszuscheiden für einen Angriff von Gerd Körber. Aber vielleicht ist das ja auch das letzte Trumpfass, das er noch im Ärmel hat. Er versucht es immer wieder, ganz deutlich. Er versucht mit Überschussgeschwindigkeit aus den Kurven herauszukommen. Das heißt, er bremst nicht mehr auf der absoluten Rille und jetzt kommt der nächste Angriff. Schon ist er wieder dran. Er versucht Überschussgeschwindigkeit aus den Kurven heraus mitzunehmen in die nächste Gerade hinein und dann vielleicht aus dem Windschatten heraus eine Attacke fahren zu können. Drei Runden noch. Oh, ist das spannend. Was wäre jetzt toll, wenn man wissen könnte, wenn man Mäuschen spielen könnte, was in den Köpfen der beiden vorkommt. Hat der Körper noch irgendwo gesagt? Ich kann da noch mal zum ganz großen Schlag ausholen. Gibt es irgendwo eine Überraschungsecke? Jetzt gibt es wieder ein Überrundungsproblem. Wim Burger ist gesagt, er ist natürlich sein Teamgefährten, sein Markengefährten. Und der Körper nicht verhungert. Und gleiche Situation wieder. Bumm! Und das war natürlich der Trick des Jahrhunderts. Das war der Trick des Jahrhunderts von Steve Parrish. Da hat er mitten in der Kurve knallhart abgebremst und hat unseren Gerd Körber voll in die Klinge hineinlaufen lassen. Auch das gehört mit dazu. Drei, viermal hat Gerd Körber angetickt, hat angeschlagen an der Stoßstange von Steve Parrish und dann hat Steve Parrish einfach die ganz große Trickkiste aufgemacht, hat in der Kurve kurz angebremst, nicht auf den Stillstand gekommen. Die Freude ist groß bei Michael Gutzeit, dem Herrn in der roten Jacke. Er ist der Koordinator des Mercedes-Engagements in der Truck-Europameisterschaft, aber auch der Hauptdarsteller selbst ist mehr als glücklich über den